So, auf geht's. Die deutsche Mannschaft im letzten Hauptrundenspiel gegen die USA. Und was wir danach machen, ist, wir basteln einen Playoff-Baum mit den letzten 8 Mannschaften. Oh, Eichel. Halt! Da müssen wir jetzt noch Eulers-Fan wieder reinstellen. Da muss Euli rein. So, der kriegt auch noch seinen Auftritt zum 3. Mal in der Hauptrunde. Startet dann auch im Viertelfinale, Eulers-Fan, damit es 4-4 steht zwischen Ligo und Euli. Kane auf Eichel. Ich habe schon wieder keine Pause. Doch! Ligo, du hast Pause. Ich vergesse es nur immer. Der WM-Modus ist für mich noch so ungewohnt. Haben wir ja noch nie bestritten. Deshalb ist das für mich aktuell auch noch neues Terrain. Ich liebe Französisch. Naja, was soll ich jetzt drauf antworten, Roggenbach? Essen. Sprechen. Ja. Zumindest hört sich's mal so an, Condor. Zumindest hört sich das mal so an. Ich hatte, ohne Scheiß, ich hatte in der Grundschule, jetzt geht Ligo erst raus. Ich hatte in der Grundschule, hatte ich Französisch und dann Entrée, hier la, Petit Papa Noël und so ein Kram. Manuel Macro ist jetzt Stürmer bei Anaheim. Emmanuel Macron. Wir basteln. Hobbytech mit Bloody. Ich hab da mal was vorbereitet, genau. Da ist ein 2-Stunden-Essen Hightower in 10 Minuten fertig. Und sie häckseln dann das Gemüse. Ich hab da mal was vorbereitet. Ja, das geht schnell. Das geht absolut schnell. Das ist tatsächlich so. Da rast es dann einfach. Kannst du die Liga noch mal aussprechen? Ligue Magnus? Boah, vorsichtig. Aber ich weiß es tatsächlich auch nur durch meine Kommentatorentätigkeit, weil man ja sich darauf vorbereitet und schaut, wo waren die Spieler vorher. Und da gibt es doch einige, die aus der Ligue Magnus kommen. Also der ersten Liga der Franzosen. Und man lernt da schon Ligen kennen. Die hätte man ums Verrecken niemals Köln gelernt. Also wer von euch kennt die NCAA zum Beispiel? Ist eigentlich auch eine richtig bekannte Liga. Aber wenige oder die wenigsten werden die kennen, die NCAA. Und ja, das ist krass. YMCA, cooler Song, ja. Das ist die National College Athletic Association. Also das ist quasi die College League in Nordamerika. Hat man mal gehört, aber das sind einfach so Dinger. Und momentan ist es halt sehr präsent, weil Olli und ich momentan die Mannschaften vorbereiten für die DEL2-Saison. Wir haben uns die aufgeteilt. Jeder macht 7 Teams. Und ich habe schon angefangen, meine Teams zu machen. Und deshalb habe ich so ein bisschen auch die Teams im Kopf. Bietigheim habe ich gemacht, Krefeld habe ich gemacht, Regensburg habe ich gemacht, Rosenheim habe ich gemacht und Freiburg. Ich hatte Russisch und weiß gar nichts mehr. Siehst du, das geht echt schnell. Das geht echt schnell. Magnus, genau, das vielleicht auch. Das tatsächlich vielleicht auch. So, jetzt erstmal Überzahl gegen die Stars and Stripes. Und da ist Bloody. Komm schon, zieh durch, Servus Dungeon. Hey, der Blitz. Wer vom Dorf kommt, lernt noch platt, ja. Oder bei uns in der Gegend ist auch alemannisch weit verbreitet. Aber das ist so krass. Ach, schade. Wie geht's dir, Dungeon? Da gerade an der Scheibe. Fury! Und Connor Hellebuck. Schade. Servus, mein lieber Dungeon. Prestige 1. General! Seaman Apprentice, Dungeon, meldet sich zum Stream. Frankfurter Hauptbahnhof.
Manch einer hatte Deutsch und weiß gar nichts mehr. Es ist echt so. Es ist echt so. Genau, so sieht's aus, Stevie the Beaver. Das sind halt so Sachen, die relativ unbekannt sind. Boah, was ein Fehler. Und da ist Kane, da ist Eichel und da ist Johnny Gaudreau. Aber Oilers-Fan hat alles unter Kontrolle. Klasse gemacht vom Schlussmann unserer deutschen Mannschaft. Oder Bayern, ja. Oder Bayern. Niederbayern oder Bayern. 4:1 die Bulli-Statistik zugunsten der US-Boys. Alter Schwede, ich komme nicht weg. Und das wird zum Glück nicht bestraft. Heide Blitz. Aber man merkt, die US-Amerikaner, die machen ordentlich Druck. Nicht einfach, sich hier wieder aus dem Griff der US-Amerikaner zu lösen. Offensivzeit haben wir ähnlich. Auch die Passquote ist relativ ähnlich. Aber die Abschlüsse, die deutlich auf Seiten der US-Amerikaner mit 7:2. Das ist auch geil. Der Kondo, der, die, das und so weiter und so fort. Und in Amerika the. The oder die. Die ja immer mit einem, ich sag immer selbst laut. Wie heißt das noch? Ich weiß es nicht. Grammatik war bei mir auch immer, zumindest mit den Fremdwörtern, hier mit Konsonant und Vokal und was weiß ich was, war bei mir auch immer. Auf jeden Fall haben es da die Amerikaner einfacher. Alles, was mit A, I, I, O, U beginnt nach The, wird dann die gesprochen, The Apple oder The Oval Office und weiter so Zeug. Wir machen Drucktextil oder was? Ja, so ungefähr, genau. So, 17 Minuten noch in Durchgang 2. Die deutsche Mannschaft momentan mit dem 0:0 gegen die US-Amerikaner, die sich hier versuchen, ihren Weg zu bahnen in dieser Partie. Denn es geht um nicht weniger als um den Gruppensieg in dieser Gruppe A, der ersten Bloody Army WM. So, Hightower. Ah, schade. So ist Bratapfel. Oh, Bratapfelzeit kommt bald wieder. Geht ja schon wieder dagegen. Freitag ist ja schon September. Und dann geht's mit starken Schritten auf Weihnachten zu. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob es wieder eine X-Mess-Sorte bei Holy gibt. Da bin ich sehr, sehr gespannt tatsächlich. Und wenn ja, welche? Und wenn ja, welche? Wir hatten ja Pflaume Zimt. Ich glaube, da hofft Heidi wieder, dass es zurückkommt. Dann hatten wir Backboa. Bratapfelzimt. Und jetzt hoffe ich, dass mal was kommt ohne Zimt. So, Miller. Vorsichtig, da ist Fury, da ist Krebsen. Und Miller auf Böser. Krebsen. Da ist Stitch. Auf Condor. Komm schon, jetzt aber Krebsen. Aber es ist wieder Conor Hellebuck. Hab ein bisschen Insider am Samstag bekommen, darf aber nichts sagen. Freitag schon September und immer noch kein Lebkuchen im Laden. Das hat mich auch gewundert, weil ich hatte vor kurzem mit Steffi davon. Das letzte Mal, glaube ich, wo wir auf der Gamescom waren, vor 3 Jahren, da sind wir heimgefahren und konnten schon im Laden die ersten Lebkuchen kaufen. Das war schon krass. Das war schon krass. Oh, vorsichtig! Glück gehabt, dass Adlermann ein Fan da war. Stevie the Beaver, das Dungeon. Und Bobbele, auf geht's. Ah, wollte nicht gelingen. Im Tee, die gibt schon Weihnachtszirko. Oh, geil, Eulers. Sauber. Der verpasst hier den Einsatz seines Lebens. Der gute Euli. Und Kessel. Ich hatte heute schon Weihnachtszirko zum Einlagern. Ist auch sehr krass. So, die letzten Sekunden laufen. Und es scheint, als würde es hier mit 0:0 in die zweite Drittelpause gehen.
Und das mit Glück für uns. 2 Wochen wieder Hockey. Endlich. Endlich absolut. Mein Antrag auf Holy Currywurst wurde in die Stadt gegeben. Wundert mich tatsächlich nicht. Trinke gleich einen Schluck. Das ist eine gute Idee. Holy Schnitzel. Normal und vegan. Genau. Also es kommen noch 2 Community-Sorten dieses Jahr. Das ist, glaube ich, was man sagen kann. Das ist ja kein Geheimnis. Bei allem anderen ist, glaube ich, noch nichts kommuniziert. Aber es wird noch geil. Es wird noch sehr, sehr geil. So viel sei schon mal gesagt. Hast du schon aufgelöst, was es heute gibt? Nein, hat ja auch keiner getippt. Also es gibt eigentlich mit der Farbe, sollte unverkennbar sein. Boah. Holy Currywurst. Falschen Moment geschaut. Im falschen. Oh, geil. Was? Also mit der Farbe sollte es einfach unverkennbar sein. Abgeschrieben, kein Kaktus. Noch nicht. Ist unterwegs. Ist unterwegs. Wer von euch hat eigentlich schon Apple Alligator probiert? Oder wer von euch hat die noch nicht probiert? Man erkennt nichts. Das ist schlecht. Also es ist Peach Panther, den ich heute trinke. Hatte mal wieder Bock auf fruchtig, pfirsich Aprikose. Holy Käsefondue. Wäre auch eine Idee. Holy, kennst du nicht Bratapfel? Dankeschön, Dungeon. Vegane Variante, du sollst das Pulver und Waffe auflösen und nicht schnupfen. Milch wäre zum Beispiel dann schon nicht mehr vegan, wenn jemand sich einen Milchshake macht. Ah, sehr gut, Olas. Doch, aber der Geschmack nicht. Ah, Apple Alligator, das ist der letzte, der rauskam, der neue. Er ist ein säuerlicher, süßer Apfelgeschmack. Super geil. Ah, das ist nicht gut, Conor. Auch das ist Muttermilch. Boah, da habe ich mir jetzt noch keine so Gedanken drüber gemacht, euer Fury. Boah. Er muss natürlich gleich wieder so raushauen. Da ist Fury. Konzentrier dich aufs Spiel, mein Lieber. Und Larkin, noch 8 Minuten. Fury-Eskalation, ja. Und es ist ja auch festgehalten, vertraglich zwischen Fury und mir, durch die Eskalation der schlechten Witze, das erste Gehalt, was Fury, das zweite Gehalt, was Fury bekommt, das erste schenkt er ja seinen Eltern in Urlaub, aber das zweite Gehalt muss er an mich überweisen, einfach wegen den ganzen Phrasenschweinen, die er da bekommen hat. Ey, tu mal was ins Phrasenschwein. Das mit den schlechten Witzen kann ich bestätigen. Genau so. Bam. Einfach mal drauf. Okidoki, Dungeon. Die gute alte Ahoi-Brause. Ahoi-Brause war früher auch immer cool. Wir haben diese Ahoi-Brause-Blöcke, haben wir immer gestampft und haben sie dann in der Schule geschnupft. Total Banane. Total Banane, wirklich. Was man als Kind oder als Teenie für Scheiße macht, darfst du heute nicht mehr drüber nachdenken. Aber war eine coole Zeit. Komm schon, ich will gegen die USA gewinnen. Brock Böser. In der Prüfung einen Spruch rauszuhauen, aber hoffentlich nicht so ein. Das gab es früher an Fasnacht im Ahoi-Brause. Wodka Ahoi. Hat man immer so ein Tütchen bekommen und dann einen Schluck Wodka rein und dann gib ihm. War halt süß wie Sau, aber geballert hat es trotzdem. Ach, schade.
Mich ist heute noch. Ach, wie geil. Der war geil. Okay. Okay. Also, oh mein Gott. Und es ist Krebser, der hier einfach sich mal ein Herz fasst. Mega. Aber der war geil, Fury. Dafür hätte ich dich als Dozent auch gefeiert. Da gibt es doch auch so einen Witz. War heute beim Arzt. Ich habe zwei Krankheiten. Ich weiß nicht, wie der geht. Willkommen zurück, Adrian. Was meinst du, Dirk? Ahoi Brause für solche Zwecke? What the fuck? Komm schon, Heidi, mach einen Empty Netter. Aber natürlich nicht. Matthews übrigens der bestbezahlte Eishockey-Spieler der Welt mittlerweile. Oh! Mit dem neuen Vertrag. Zu privat, aber kloppt die erstmal raus. Das sind mir die richtigen. Aber früher haben wir Zitronenpulver durch die. Na, das burnt auch ganz gut. So, einfach nur weg jetzt. Oh, komm. Matthews nochmal tief. Das ist Phil Kessel. Vorsichtig, Matthews! Es reicht am Ende tatsächlich. Ich glaube es nicht. Es reicht zum Sieg über die USA. Und damit, und das hätten wir nie gedacht, so wie es angefangen hat, die deutsche Mannschaft ist damit Tabellenführer. Wow, was ein Auftakt bei der Eishockey-Weltmeisterschaft. Wow, mit Kreide. Ich sag's euch, Leute, der Holy Eistee geht bei mir weg wie warme Semmeln, ist bei mir genauso. Ich sag so viel, es hat uns nicht geschadet. Können das die anderen auch bestätigen, dir? Sehr geil, sehr, sehr geil. Sonst werde ich gesperrt. Wow, 23-9 zugunsten der USA. Aber Oilers-Fan mit dem Shutout. Und jetzt haben wir noch Tschechien gegen die Schweiz. Also Tschechien mit 2 und die Schweiz mit 5. Sie gewinnen. Die Schweizer gewinnen die letzte Partie und schieben sich auf Rang 3. Und in der Gruppe A ist es geil. In der Gruppe A ist es geil. Deutschland vor den USA, vor der Schweiz und vor Tschechien. Mega. Und jetzt kommt es drauf an, auf die Gruppe B. Wir haben Kasachstan gegen Slowenien. Kasachstan mit 4, die Slowenen mit 2. Wir schauen uns das dann gleich an. Kanada gegen Frankreich. Kanada mit 4, die Franzosen mit 6. Oh Gott, Kanada, das ist schon übel. Das ist schon richtig, richtig übel. Verstehe ich nicht. Haben einfach immer Pech. Norwegen gegen Schweden. Die Norweger mit 7 und die Schweden mit 1. Also, Schweden und Kanada, die haben es schon abgekriegt. Und jetzt noch die Slowaken gegen Lettland. Da kann es am Ende nur noch eine Drehung geben. Und zwar haben wir ein 2:0 für die Slowakei. So, damit haben wir in der Gruppe B Frankreich vor der Slowakei, vor Lettland, vor Norwegen. Das heißt, das Viertelfinale wird ausgetragen zwischen Norwegen und Deutschland, USA und Lettland, Schweiz gegen die Slowakei und Tschechien gegen Frankreich. Ja, kannst du absolut. Ist halt Tein drin, aber du kannst es ganz normal. So, jetzt können wir einen Playoff-Baum bauen.